1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute eine Freithemennacht, wie immer mittwochs. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer Nummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Jenny. Und Jenny ist 24. Hallo Jenny. Hi. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, es ist eigentlich folgendes Problem, und zwar bin ich seit 7 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und das ist auch alles so ganz gut und schön, nur hat sich das in letzter Zeit ziemlich ins Negative entwickelt. Und ich mache mir auch so ein bisschen Gedanken um das Ganze, wie das jetzt weitergehen soll, weil ich eigentlich auch gar keinen Plan habe, wie es eigentlich weitergehen soll. Also, was hast du denn ins Negative entwickelt? Ja, es ist so, dass ich eigentlich immer zufrieden war und habe auch von mir aus ziemlich viel investiert in die Beziehung. Mhm. Weil ich eigentlich auch so ein bisschen, sag ich mal, die schützende Hand so drüber gehalten habe und habe gedacht, es muss eigentlich auch viel von mir kommen, damit das auch wieder erwidert wird und auch was zurückkommt. Mhm. Und irgendwann habe ich es dann einfach mal sich von alleine so ein bisschen weiterentwickeln lassen. Ja. Und habe dann auch festgestellt, dass das, also ich weiß nicht, wie es gekommen ist, auf jeden Fall habe ich irgendwann, war dann das Problem da, dass ich auf einmal für jemand anders was empfunden habe. Und das ist dann jetzt also so in den letzten Jahren. Da ist auch jemand anders noch im Spiel im Moment? Eigentlich nicht. Es ist eigentlich, also wie soll es erklären? Das Problem ist, ich liebe schon jemand anders, nur die Person ist für mich nicht real erreichbar. Die ist eigentlich, also die gibt es schon, nur ist ziemlich weit weg und unerreichbar. Ist es ein Fernsehstar oder was? Nein. Hey, jetzt wird's aber spannend. Hast du diese Person, die du liebst oder in die du verknallt bist, hast du die schon mal gesehen? Real, vor dir stehend? Das noch nicht, nur es ist so, dass ich die dieses Jahr noch irgendwann treffen werde und ich weiß... Wohnt diese Person in Deutschland? Nein. Nein. Ist diese Person im künstlerischen Bereich tätig? Würde ich schon sagen, ja. Ja? Ist diese Person ein Mann? Nein. Nein! Das ist das Problem. Diese Person ist eine Frau? Ja. Diese Person ist eine berühmte Frau? Ja, würde ich schon sagen. Meinst du, dass ich diese Frau auch kenne? Weiß ich nicht. Singt diese Frau? Sie hat mal in einem Musical mitgemacht. Jetzt kläre mich mal auf. Ich muss ja keinen Namen nennen, aber ist es wirklich irgendein Gesangsstar oder was? Also so, dass die, oh Gott, wie lange lief das denn? Ich glaube, sieben Jahre waren es. Ja. In einer bekannten Fernsehserie mitgespielt hat. Ja. Und die kam auch damals 92 bis 99 jeden Mittag im Fernsehen. Also es war eigentlich, ja, ich würde nicht behaupten, dass es jeder geguckt hat. Nur jeden Mittag im Fernsehen? Ja. Eine Talkshow? Nein, keine Talkshow. Einfach eine Science-Fiction-Serie war das. Ach so. Ich meine, wir können den Namen ja nennen. Du bist ein Fan und dann kannst du auch den Namen nennen. Wenn du es gerne möchtest, ja. Ja, die Person heißt Nana Visitor. Aha. Und es war eigentlich so, dass ich die mit 15, also öfters, also eigentlich war es so, meine Freundin hat das immer geguckt früher und ich habe dann einfach mitgeguckt, ich würde fast sagen, ja, Gruppenzwang oder so, und fand das eigentlich nie wirklich interessant. Und das Problem ist, dass wir jetzt letztens wieder darauf zurückkamen und irgendwann, ich habe das am Anfang gar nicht so intensiv verfolgt, ja. Und irgendwann war es dann so, dass ich abends irgendwann mal den Spruch losgelassen habe, guck mal, die hat doch eigentlich wunderschöne Augen, die Frau hat wirklich Ausstrahlung. Und hast du denn irgendwann schon mal Erfahrungen mit Frauen gemacht? Ja, mit einer Freundin. Ah ja, einmalig oder mehrfach? Also es war damals eigentlich so, dass das am Anfang erst, also ja, mehr so, ja, wie ist es eigentlich, und man sucht ja eigentlich den Kontakt und man will ja auch Erfahrungen sammeln. Ja. Und irgendwie hat sich das dann eine Zeit lang hingezogen, also so 2,5 Monate. Das war, bevor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin. Also mehrfach. Also schon mehrfach. So, jetzt halten wir mal fest. Du bist mit deinem Freund 7 Jahre zusammen. Mhm. Irgendwie ist die Luft raus. Ich weiß nicht, ja, so in etwa. Ich würde eigentlich behaupten, die Routine ist da. Was kritisierst du an der Beziehung zwischen dir und deinem Freund? Es ist eigentlich so, dass ich festgestellt habe, dass... Es war eigentlich schon früher so, dass ich mehr so der Typ bin, der eigentlich, ja, wie soll ich erklären, ich bin halt mehr so unternehmungslustig und
und will halt auch gern was erleben. Und er hängt ab. Ich will eigentlich raus, ich bin noch jung und jetzt kann ich es noch. Und er ist träge und hängt ab und kriegt den Hintern nicht hoch. Ja, die Interessen sind auseinandergegangen. Ja. Schlaft ihr noch miteinander? Puh, wenig. Was heißt wenig? Also in den letzten zwei ich würde mal sagen, so aufs letzte halbe oder Vierteljahr hochgerechnet, vielleicht ein, zwei Mal. Ja. Wenn überhaupt. Und wenn ihr dann miteinander schlaft, gefällt es dir? Magst du es? Oder denkst du an die Schauspieler? Also ich weiß, also im Moment, es ist ja eigentlich so, dass ich im Moment also allgemein dazu so eine riesen Distanz habe und ich weiß auch gar nicht. Nee, die Frage war, ob es dir wirklich Spaß macht, wenn ihr miteinander schlaft. Also ich kann mich eigentlich nicht mehr, ich sag mal, ich kann eigentlich nicht mehr so wirklich aus mir rausgehen, wie das vielleicht mal der Fall war. Also es macht nicht so viel Spaß. Hast du mit deinem Freund darüber gesprochen, dass du unzufrieden bist? Also er schiebt das Ganze eigentlich darauf, dass ich auf Frauen stehe und dass ich eigentlich ja das heißt, du hast deiner Meinung nach lesbisch bin. Also. Das heißt, du hast mit ihm gesprochen? Ja, er weiß das auch, aber er ist eigentlich mit der Situation so im Ganzen ziemlich unzufrieden, lässt auch dann die Wut, die da hochkommt, auch ziemlich oft an mir aus. Also ich kriege da einige Argumente auch mal hingeknallt. Ja, also Moment, wie oft habt ihr jetzt schon miteinander geredet darüber? Das fällt eigentlich täglich. Täglich. Also und er sagt zu dir, du bist lesbisch und du stehst auf Frauen und irgendwie ich kann dir nicht helfen. So in etwa. Also hat er recht? Ich weiß es nicht. Liebst du ihn noch? Also es ist so, dass ich habe letztens irgendwann gesagt, man müsste echt die Proben machen, um rauszufinden, ob diese Sehnsucht, wenn man sich länger nicht sieht, ob die wieder aufkommt. Mhm. Weil das ist ja eigentlich ein Zeichen, dass man sich schon liebt. Ich will nicht behaupten, dass ich höre schon, dass da sehr viel Wenn und Aber und Distanz und einfach eine Grundunzufriedenheit da ist. Und wenn man sich schon verliebt hat in jemand anderen, wenn es auch eine Fiktion letztendlich ist, ist das natürlich ein schlimmes Zeichen für die bestehende Beziehung. Jetzt aber rasch noch ein Wort zu der Beziehung, zu der Verliebtheit in diese Schauspielerin. Das ist natürlich eine heftige Angelegenheit. In der Regel sollte man da immer sagen, schmink es dir ab. Was willst du dich in irgendeine Schauspielerin verlieben, die du höchstwahrscheinlich nie in deinem Leben bekommen wirst? Sicher, es gibt Ausnahmen, wo man dann doch in Kontakt kommt, aber die Erreichbarkeit ist ja doch sehr, sehr gering. Das wäre ja auch alles eigentlich, ich sag mal, für mich ist das Thema ja so, ich habe ja eigentlich am Anfang erst gedacht, oh Gott, das ist eine Phase und habe halt immer die typischen Anzeichen, die große Euphorie und bin dann halt rumgelaufen, war super gut drauf, hab einen Herzrasen gehabt und so. Es kann ja auch sein, Jenny, dass das einfach irgendwie so ein Traum ist, in den du dich hineinflüchtest, weil du so unzufrieden mit und in deiner Beziehung bist. Ich finde, du solltest, bevor du dich da jetzt da in irgend so eine Fantasiegeschichte verrennst, du hast gesagt, du wirst die mal treffen dieses Jahr. Aha. Wo, wie? Das ist mehr so eine Veranstaltung, wo halt, das ist eigentlich jedes Jahr. Und da kommen ganz viele Leute hin. Naja, es ist eigentlich so, dass das schon also für viele ist, nur ich habe jetzt halt mich da schlau gemacht und es ist eigentlich auch so, dass man da, also eigentlich war es auch so, dass eine Freundin mich da mit reingeholt okay, hat. Okay, so, aber so komm, vergiss es, dass du diese Frau kriegen kannst. Ist die Frau überhaupt lesbisch? Das weiß ich ja nicht. Also, vergiss es. Kümmere dich um dein reales Leben. Kümmere dich erstmal um deine Beziehung. Wenn die Beziehung nicht in Ordnung ist und wenn du sprichst ja in diesem Sinne, dass nach 7 Jahren da irgendwo wirklich die Luft raus ist. Ihr schlaft nicht mehr großartig miteinander, du machst deinem Freund Vorwürfe, dass er zu träge ist und nicht vielleicht auch nicht initiativ ist für Unternehmungen und so weiter. Da wäre der richtigste und klügste Schritt, erstmal quasi vor der Haustür aufzuräumen. Das heißt, sich zu überlegen, hat diese Beziehung noch einen Sinn? Oder gehe ich erstmal aus der Beziehung raus? Und orientiere mich dann erstmal weiter. Aber nicht eine unzufriedene Beziehung irgendwie so dahin sich wursteln lassen und parallel sich in irgendeinen Star zu verlieben. Ist doch absurd. Du bist doch keine 14 mehr, Mensch. Ja, ist klar. Ja, Mann. Also Jenny, wirklich, das Allerwichtigste ist, mach dir Gedanken darüber, will ich mit diesem Mann noch zusammen sein? Hat das noch einen Sinn? Oder ist es vielleicht klug, einfach zu sagen, wir trennen uns erstmal für eine Weile? Und sortieren das erstmal auseinander. Ist ja schon so, dass ich ihn ja schon irgendwie extrem, also eigentlich auch noch liebe, nur es ist halt. Jenny, wenn man 7 Jahre mit jemandem zusammen war und nicht schlimme Dinge vorgefallen sind, hat man natürlich eine Bindung noch zu der Person. Auch irgendwie eine Liebesbeziehung. Irgendwie. Aber so wie du es geschildert hast, bist du unzufrieden. Und das würde ich verdammt ernst nehmen an deiner Stelle. Und dein Freund ist auch unzufrieden. Es ist halt das Problem, dass er meine Person
nicht in diesem Maße achte, wie ja, das ich vielleicht bei seiner Person, sag ich mal, ja, mache. Das sind alles so Vorwürfe, die sich dann Pärchen gegenseitig machen. Wenn ihr das alleine nicht auf die Reihe kriegt, geht mal für ein paar Mal zu einer Paarberatung. Wäre vielleicht noch eine Idee, dass ein Außenstehender euch hilft. Aber ansonsten Gedanken machen, aber richtig über die Beziehung. Okay. Ich biete dir noch ein kurzes Gespräch mit meiner Psychologin an, dann kannst du noch eine Adresse kriegen, wenn du so eine Paarberatung in Anspruch nehmen möchtest. Mhm. Und ich wünsche alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss, Jenny. Ciao. So, unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt meine schlimmste Nacht. Ich möchte gerne mit euch sprechen über die schlimmste Nacht eures Lebens. Wenn ihr zurückdenkt, was war die schlimmste, die grauseligste, die traurigste Nacht, die ihr bisher in eurem Leben verbracht habt? Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch heute schon dazu anmelden unter domian@rde oder morgen anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Heute eine freie Themennacht. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen. Hier ist Nina. Nina ist 20 Jahre alt. Hallo Nina. Hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen, Nina? Also ja, wegen dem Thema gestern noch. Schlechter Sex. Ja. Ich lebe seit 2 Jahren mit meinem Freund. Mhm. Zusammen und ja, der am Anfang war das ja noch so ein bisschen rumgefummelt und so und jetzt 2 Minuten und fertig. Ach so, auch das Problem der Schnelligkeit. Ja, das geht war so zack, rein, zack. Raus und fertig. Und tschüss. Ja. Und der junge Mann hat da seinen Spaß? Ja, er schon. Und du also, nicht. Und du liegst da und denkst, ach du lieber Gott. Und du, was war das? Ich habe es gerade nicht richtig verstanden. Am Anfang lief das besser, als ihr frisch zusammen wart. Ja, da war noch so ein bisschen so bisschen Vorspiel. Vorspiel, Petting, Schmusen und sowas alles. Ja. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt? Ja, jetzt, seitdem wir unsere gemeinsame Tochter haben, ist sowieso nichts mehr. Achso, ihr habt schon ein Kind zusammen. Sie ist ja noch klein. Wie alt ist die Kleine? Sie wird 2 Monate. 2 Monate. Mhm. Ja. War das denn, bevor sie geboren wurde, auch schon so voriges Jahr? Ja, da war es. Auch schon? Ja. Mhm. Also es hat gar nicht so lange angehalten. Das war nur so die wirkliche Anfangsphase, wo er sich Mühe gegeben hat. Und hinterher war das dann 0815-Nummer. Ja, genau. Mhm. Sagst du ihm das? Hast du ihm das schon vorgeworfen? Nein. Warum nicht? Ich habe Angst, ihn zu verletzen. Ja, aber er verletzt dich doch ständig damit. Er missachtet doch völlig deine Gefühle. Wann bist du das letzte Mal durch ihn zu einem Orgasmus gekommen? Eigentlich noch nie. So. Noch nie? Nee. Auch eine krasse Aussage. Ja. Er hat auch letztes Mal gemeint, bei dir sieht man gar keine Reaktion und... Aber es ist auch langweilig. Masturbierst du zwischendurch einfach so für dich? Nee. Auch nicht? Mhm. Hattest du denn schon mal einen Orgasmus? Ja, ich hatte ja davor Freunde, mit denen ich zwar keinen Sex hatte, jetzt so, aber wir haben halt andere Dinge gemacht, so Flecken und so. Ja, und dadurch Orgasmuserfahrung hast du? Ja. Das schon. Mhm. Und wie kommt das, wenn du so unzufrieden bist mit deinem Mann, mit deinem Freund, dass du selbst dann nicht ab und zu mal dich befriedigst? Ja, wenn er jetzt neben mir liegt, also kann ich nicht. Nee, das ist klar, ja gut. Das geht dann nur, wenn er nicht da ist. Ja, und das kommt ja nicht so oft vor. Ah ja, ihr seid also viel zusammen. Ja, ich liebe ihn auch über alles. Ja. So, jetzt hast du gerade, finde ich, einen interessanten Satz gesagt. Nachdem ich dich gefragt habe, warum sagst du dem das denn mal nicht? Hast du gesagt, ich will ihn nicht verletzen. Aber was tut er dir an? Ja. Seit 2 Jahren seid ihr zusammen, seit 2 Jahren kümmert er sich nicht um deine Sexualität. Ich denke halt, dass er auch ein bisschen schon älter ist. Das ist jetzt nicht so, also er ist 30, nicht, dass er jetzt voll uralt ist. Ja, aber umso schlimmer. Umso schlimmer, wenn er älter ist, ist er nur auch erfahrener als du. Da sollte er doch nur wirklich ein bisschen auch auf seine Frau und seine Freundin eingehen. Und sollte auch ein bisschen Bescheid wissen in Sachen Sexualität, wie man mit Frauen umgeht. Ich glaube, also er hat gemeint, ich bin seine Dritte. Ja, also wollen wir das Alter mal nicht als Entschuldigung hinnehmen. Halten wir fest, dass der Bursche seinen Spaß hat und sich seine Ego-Nummer da durchzieht. Er hat
wahrscheinlich unzählige Orgasmen schon gehabt mit dir. Und du noch keinen. So, ja. Das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich total bescheuert. Muss ich dir so sagen. Und ich finde, dass jede Frau das Recht hat, da zu sagen, pass mal auf, Junge, so nicht. Ich will auch mal Spaß haben. Sexualität ist immer eine Sache zwischen zwei Personen. Ja, ich schreibe ja schon mit, also ich habe schon überlegt, Schluss machen geht natürlich nicht, da ich ihn liebe, aber fremdgehen geht ja auch nicht. Mhm. Aber irgendwie, ja, brauche ich ja auch ein bisschen so, ja, meinen Spaß. Mhm. Ist er denn wenigstens zärtlich zu dir? Ja, total lieb. Das also schon. Ich glaube, es tut ihm sogar manchmal irgendwie leid. Ja, aber wenn du ihn dann wiederum so schilderst, könnte ich mir vorstellen, dass deine Vorsicht da auch wirklich völlig fehl am Platz ist. Dass der vielleicht sogar dankbar ist, wenn du mal was sagst. Ja, aber was soll ich ihm sagen? Das, was du mir gerade gesagt hast. Dass du damit unzufrieden bist. Du kannst nicht mit diesen 2-Minuten-Nummern leben. Du hast noch keinen Orgasmus bei ihm gehabt. Da müssen bei ihm doch alle Warnsignale schrillen. Und dann mach einfach mal, überlegt mal gemeinsam, wie ihr eure Sexualität gestalten könntet, dass du auch Spaß hast. Mach mal einfach Vorschläge, was du gerne machen möchtest. Was dir gefällt. Da musst du auch keine Scheu haben oder dich schämen. Nee, ich schäme mich auch nicht. Aber. Ja, aber so ein bisschen, ich habe den Eindruck, so ein bisschen unangenehm ist es dir schon, ne? Ja, immerhin. Ja, weil ich mir jetzt sage, du bist voll, dann. Bitte? Also, weil ich mir jetzt sage, dass er total schlecht ist. Nee. Also, das sieht er ja auch, das muss ich ihm ja nicht sagen. Ja, aber offensichtlich. Er sieht es, aber es folgt ja nichts daraus. Du musst das ja auch nicht so brutal ihm sagen. Ja, wir machen ja auch gar nichts mehr jetzt so miteinander, weil ja, wahrscheinlich hat er doch eingesehen, dass es nichts bringt. Ja, aber das ist alles ohne Worte. Und wenn das so weiterläuft, dann lebt ihr beide euch auseinander. Irgendwann geht er fremd oder du gehst fremd. Und ihr seid eine junge Familie, ihr habt ein Kind, ihr habt Verantwortung zu tragen. Da wäre es doch eigentlich schön, wenn ihr erstmal alles versuchen würdet, eure Beziehung nochmal richtig in Gang zu bringen. Und dafür muss man aber den Mund aufmachen. Das kann man ja auch sehr freundlich sagen. Man muss ja nicht verletzend sein oder gleich da die Keule rausholen. Und kann man ja auch sagen, pass mal auf, also irgendwie bin ich nicht so zufrieden, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was wir tun könnten und so weiter. Musst du machen, Nina. Ja, schon schwer, aber. Ja, aber du sagst ja, dass du ihn liebst. Ja. Schon. Und da muss man, kann man, wenn man jemanden liebt, kann man dem alles sagen. Finde ich. Versuch's mal. Wenn es nicht klappt, wenn es weitere Probleme gibt, mails die mir nochmal, dann überlegen wir weiter, okay? Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Und hier ist eine Frau mit dem schönen Namen Walburga. Hallo Walburga. Hallo Domian. 44 bist du. Stimmt das? 44 bin ich, ja. 44. Ja. Weswegen hast du angerufen, Walburga? Ja, ich habe Kontrollzwänge. Kontrollzwänge? Mhm. Was sind das genau für Zwänge? Erzähl. Ja, ich schaue immer dann, das habe ich immer in der Nacht. Und zwar schaue ich immer nach, ob der Ofen aus ist, der Wasserhahn. Wie oft schaust du nach, ob der Ofen aus ist? Ich bleibe schon so lange im Ofen sein, das kann 20 Minuten dauern, so lange bleibe ich sein. Dass ich mir sicher bin, jetzt ist alles aus. Achso, du sitzt 20 Minuten dann beim Ofen? Und schau. Und guckst rein, ob nur wirklich, also ein Kohleofen, sowas ja, ist das. Ja, alles aus ist. Die Platten lange oben, die Platten oben, ja. Schaue ich nach, die Platten. Ja. Und dann schaue ich wieder auf 0000, ob ja. Alles aus ist. Beim Elektroherd? Beim Elektroherd. Und, ja. Da, und wenn ich mir da sicher bin, geht man mal 20 Minuten. Ich bin so lang fein. Ja. Wie oft gehst du zum Wasserhahn und guckst, ob... Ja, da schaue ich, in Wasserhahn schaue ich so... Da schaue ich Sieb und da bleibe ich so lange, bis ich mir sicher bin. Das machen wir 10 Minuten, 5 Minuten. Und dann schaue ich in Dusche und bis also, ich sicher bin, ein Fenster. Also wenn ich mir vorstelle, dann sitzt du 20 Minuten neben dem Ofen, bis du sicher bist, ob er aus ja. ist. Du sitzt 10 Minuten am Wasserhahn, bis du sicher bist, dass der auch zu ist. Ja. Und so weiter und so weiter. Ja. Da ist das ja eine Riesenprozedur jeden Abend, ehe du ja. dich da mal hinlegen kannst. Ja. Lebst du alleine? Ja. Ja. Ist jetzt gerade die ganze Prozedur schon abgeschlossen oder kommt da gleich noch was? Mir hat jemand heimgeholfen. Bitte? Ich hab ein Haus und das habe ich oben vermietet und da hat mir meine Vermieterin geholfen. Wenn mir jemand hilft, ja.
dann komme ich schneller weg. Achso, und die hat dir heute geholfen? Die hat mir geholfen. Und jetzt ist Ruhe? Da bin ich sicher. Und jetzt ist sie irgendwo wohl? Ich bin jetzt in meinem Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, und telefonierst und... Ich telefoniere und schaue ihre Sendung an. Und könntest... Wir duzen uns, ne? Ich habe dich auch gerade geduzt. Kannst du mich auch duzen? Ach ja. Ja. Und müsstest dann aber heute Nacht nicht nochmal aufstehen und nochmal gucken? Nein, weil da bin ich sicher. Ja. Tagsüber, wie mal... Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Also es ist immer abends, dass immer an der Nacht, und da brauche ich manchmal immer 4-5 Stunden. Ich bin manchmal so fix und fertig, weil ich keinen Schlaf nicht habe. Manchmal 4-5 Stunden, um alles zu kontrollieren, ob das alles dicht ist und aus ist und zu ist. Ja, ja. Mhm. Grauenhaft. Wie lange hast du das schon, Walburga? Fast 20 Jahre. 20 Jahre schon? Und ich war schon im Windach, ich war schon mehrere Therapien. Ja. Und wie gesagt, alles war scheiße. Am schlimmsten ist es wieder geworden. Ja. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Witwe. Ich habe geheiratet. Ich war nur 10 Monate verheiratet und stieb mir meinen Mann weg. Und du hast gesagt, du warst schon in mehreren Therapien. Ja, im Windach. Windach und dann in unserer Klinik halt, in, wo ich jetzt wohne. Ja, waren das Therapien stationär? Stationär. Wie lange warst du da? Im Windach war ich schon 2-mal. Wie lange jeweils? Ja, 3 Monate. Ah ja. Aber ich habe einmal einen Fehler gemacht, habe ich abgebrochen. Ja. Habe nicht durchgehalten. Ja. War das mir, da waren wir zu dritt in einem Zimmer und das war mir alles zu viel. Ja. Und dann immer die Männerbesuche, die gekommen sind von den Mädchen, das hat mich so gestört. Und dann natürlich war ich wieder so blöd und habe nichts gesagt. Und da hätte ich mich besser wehren sollen. Ja. So wie es immer mein Leben ist. Ja. Wenn du 20 Jahre dich damit rumschlägst, mit so etwas, dann hat das ja dein ganzes Leben, die ganzen, das ist ja nun lange Lebensabschnitt. Ja, es waren schon Zeiten, da war es ganz gut. Ich habe schon eine Scheidung hinter mir. Und ich habe mit 85 geheiratet und dann ist es wieder, da ist angegangen. Ja. Hast du den Eindruck im Moment, dass es schlimmer wird? Es ist wieder schlimmer geworden. Es ist wieder schlimmer geworden. Seit, dass ich jetzt wieder, wenn mein Mann gestorben ist und, Bist du noch berufstätig? Nein. Nein, das nicht. Du lebst, du bist hauptsächlich. Ich schaff's gar nicht mehr. Ja. Aber wir halten mal fest, das ist ja interessant, den ganzen Tag über, auch wenn du das Haus mal verlassen willst. Nein, da ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Nein, tagsüber gar nicht. Da kann ich normal leben, da kann ich einkaufen gehen, da kann ich abschließen, alles. Nur wenn ich weiß, ich muss das Haus nicht mehr benutzen, wenn ich von Haus rausgehe. Also, Walburga, dann ist natürlich für mich jetzt als Laie auch erstmal völlig klar, auch wenn du schon diese Versuche unternommen hast, dass natürlich, wenn überhaupt irgendeine Chance besteht, dass du auch annähernd irgendwie Hilfe kriegen kannst und da rauskommen könntest, das nur über einen Psychologen, einen Psychiater laufen kann. Wenn man 20 Jahre da gefangen drin ist, ist es wahrscheinlich sehr schwer, das selbst zu schaffen. Schlimmste ist halt immer abends, wenn ich mich halt gerne abends um was unternehmen. Ja, und da traue ich nicht, da traue ich nicht mehr Auto fahren, weil ich immer Angst habe, dann, wenn ich wieder nach Hause komme, dann schaue ich wieder da und mein Auto das Licht aus ist, ob abgeschlossen ist. Ach, aufs Auto bezieht sich das dann auch. Ja, da ist ja Angst, da hat es angefangen. Da hat es angefangen. Es ist schleichend kommen. Ganz schleichend. Ja, und wenn du dich ja so viele Stunden abends mit beschäftigst, ist es klar. Ja, Mama ist besser. Mama schafft es in 1,5 Stunden. Mama sind es 4 Stunden. Es ist so verschieden. Du musst noch mal etwas unternehmen, Walburga. Ich weiß nicht, Mama habe ich. Du musstest. Du bist ja noch eine relativ junge Frau von 44. Meine Schwiegermutter sagt immer, du kannst schon zufrieden sein. Ich habe ein Haus, na, was hilft mir das? Ich habe keine finanzielle Sorgen, nicht? Ich habe ein schönes Haus, das habe ich jetzt gehabt. So. Aber scheiße, das Material alles so. Ich glaube, selber das nicht mehr ins Griff kriege. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Frage der, mit welcher psychologischen Methode man da rangeht. Ja, ich bin nicht so zufrieden. So, und ich habe ja hinten im Hintergrund eine Psychologin sitzen. Die hat jetzt auch mitgehört. Die wird dich jetzt mal beraten, was sie für eine sehr gute Methode hält für diese Problematik. Ja, ich müsste wieder durchziehen. Flatting, kenn die ganze. Aber ich schaffe das alleine nicht, weil das Problem ist ja, weil ich es in der Nacht habe. Ja. Und da ist kein Therapeut nicht da in der Nacht. Ist schon klar. Aber dennoch musst du da irgendwie ran. Und dann musst du es nochmal stationär machen.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich stationär weg bin und komme wieder in mein Haus zurück, in meine Umgebung, dass ich wieder in das gleiche Loch reinfalle. Aber das ist natürlich dann die Kunst des Psychologen, dieses genau aufzuknacken. Ja. Es muss eine Fachfrau ran, die sich mit dir unterhält. Ich merke schon, dass du auch sehr, sehr informiert bist über diese Sachen. Muss jetzt jemand dein Gegenüber sein, der sich da auskennt. Ich weiß ja nicht, ob jetzt der Song sagt, wo ich her bin, ob das möglich ist, ich weiß nicht. Suchst du Gleichgesinnte oder worauf möchtest du hinaus? Bitte? Warum möchtest du es sagen? Ja, es gibt ja in meinem Bereich, in meiner Nähe auch eine Klinikum. Ja. Aber da war ich schon und da bin ich nicht zufrieden. Okay, das beredet ihr jetzt gleich mal im Hintergrund. Mhm. Walburga, du legst auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an, okay? Ach so. Du musst aber auflegen erstmal. Ja. Okay. Also Domian, danke. Alles Liebe. Super Sendung. Dankeschön. Ich schaue es gern an. Ich bin halt ganz sprachlos, dass ich durchgekommen bin. Also, ja, ich freue mich, dass du da warst. Ich komme von Bayern. Ja, ich habe es schon gehört. Na ja, klar. Ich habe mich versucht, dass ich Hochdeutsch rede. Wir haben alles bestens verstanden. Es hat gut geklappt. Na, also du bist spitze. Dankeschön, Walburga. Du legst bitte auf, wir rufen zurück. Ja. Tschüss. Also, danke. Jo, tschüss. An dieser Stelle wieder ein Hinweis auf morgen. Unser Thema morgen heißt Meine schlimmste Nacht. Was war bisher in eurem Leben eure schlimmste Nacht, die traurigste Nacht, die grauseligste Nacht, die furchtbarste Nacht? Wenn ihr mir von eurer schlimmsten Nacht erzählen wollt, dann meldet euch morgen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, um 1 geht's los. Oder ihr mailt ganz einfach heute auch schon unter domian@wdr.de. Näheres zu unseren Themen überhaupt, zu dem Thema Meine schlimmste Nacht und überhaupt zu unseren Themen unter www.domian.de. Georg, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Georg. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Weswegen rufst du an, Georg? Tja, ich habe ein Riesenproblem und ich hoffe, dass du mir da helfen kannst. Ich muss mich erstmal entschuldigen, aber ausgerechnet heute Nachmittag hat mich der Katar erwischt. Ah, eine Erkrankung. Eine Halserkrankung. Genau, richtig, der Schnupfen. Aber das funktioniert noch, man kann dich gut verstehen. Ja, dann passt's ja. Obwohl ich auch aus Bayern komme. Ja. Nein, das ist alles wunderbar. Leg mal los, um was geht's? Jo. Also ich habe seit 9 Jahren ein Problem und da muss ich leider ein bisschen ausholen. Wir holen mal nicht ganz weit aus, sondern wir versuchen mal erstmal konkret zu sagen, wie das Problem heißt. Das ist ein Hosenproblem, beziehungsweise Geschlechtsteilproblem. Ein Busenproblem? Ja, ich kann keine langen Hosen anziehen. Ich habe aber nicht richtig verstanden. Ein Busenproblem? Also mit der Hose, mit einer langen Hose. Ein Hosenproblem. Ein Hosenproblem. Ich habe Busenproblem verstanden. Ein Hosenproblem. Ja. Ja, du kannst. Also bei mir hat sich, ich weiß nicht was, irgendwas im 9. Jahr ereignet, dass ich also im 9. Jahr nicht mehr aus dem Haus kann, weil ich keine langen Hosen mehr anziehen kann. Ach. Also eine ganz normale lange Hose, eine Jeans, eine Stoffhose oder so. Ja, geht nicht. Ist egal, welche. Geht nicht. Was passiert denn, wenn du eine Hose anziehst? Es ist Folgendes. Wenn ich eine lange Hose anziehe, dann gibt es bei mir eine Zeremonie, um es ganz klar, wir sind ja Erwachsene, um es ganz klar auszudrücken, ich muss praktisch das Geschlechtsteil nach hinten schieben und die Unterhose gleichzeitig nach oben schieben. Jetzt ist es ein Kraftakt, der unter Umständen 1,5 Stunden dauert. Hast du denn so ein großes Geschlechtsteil? Ja, ein kleines, wenn man so will. Aber warum ist denn das so eine Prozedur? Dann verstehe ich gar nicht. Ja, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es kein Hosen- oder Geschlechtsteilproblem ist, sondern dass es eher ein psychisches Problem ist. Hm. Also es macht ja im Klartext äußerste Schwierigkeiten, eine Hose hochzuziehen, anzuziehen und sie dann auch zuzumachen. Richtig. Wenn es denn gelingen würde, wie fühlst du dich denn dann, wenn du so eine Hose anhast? Ja, du musst dir vorstellen, Domian, ich habe 2 Badehosen und 2 Gürtel an. Das heißt also, es ist eine dermaßen Spannung in der Unterhose, es mal so lachhaft auszudrücken, dass also das eine schwitzende und heulende Angelegenheit ist. Gut, ich kann es vielleicht in 1,5 Stunden schaffen, meistens schaffe ich es aber in 1,5 Stunden. Meine Frage war anders. Meine Frage war, wenn es dir gelingt, eine Hose anzuziehen, wie fühlst du dich dann? Wie fühle ich mich da?
Ja, um Gottes Willen, ja, ja. Das ist eine sehr schwere Frage, Domian. Denn er ist so spannt und juckt und kneift alles. Und es ist ein sehr unwohles Gefühl, ja? Ist das Gefühl so unwohl? Ist das Gefühl so unwohl, dass du alles in der Welt daran setzt, die Hose wieder ausziehen zu wollen? Richtig. Das heißt, jetzt halten wir nochmal fest, das ist ja ein Hammer, was du mir da erzählst. Seit 9 Jahren trägst du keine Hose mehr. Richtig, ja. Seit 9 Jahren? Ja. Warst du auch nicht mehr aus dem Haus? Ja, mein brauche ich Gott sei Dank auf eine Art nicht. Auf der anderen Art würde ich gern, wenn ich kein Problem hätte. Ich habe eine Freundin, die für mich einkauft. Ja, aber, Nachbarn, die für mich Sachen bringen. Aber im Klartext heißt das, dass du 9 Jahre nicht draußen warst. Ja, so kann man es in ungefähr sagen. Nun könntest du ja eine kurze Hose anziehen, geht das auch nicht im Sommer? Und damit rausgehen? Ja, das ich ziehe schon kurze Hosen an, auch wenn ich nur zu Hause bin. Aber im Laufe der 9 Jahre hat sich so verschlimmert, dass es auch mittlerweile mit der kurzen Hose so ein Problem ist. Das heißt, in der Wohnung läufst du immer mit einer Badehose oder mit einer Unterhose rum? Richtig, oder eben kurze Hose. Oder eine ganz. Aber das geht dann doch in der Wohnung mit kurzen Hose, geht das? Naja, geht eben nicht, weil es geht eben nicht mehr. Ja. So wie ich sagte, am Anfang der 9 Jahre ist es schon noch gegangen. Ich hab's schon verstanden. Also Unterhose und Badehose, läufst du rum? Ich habe die 2 Badehosen, die 2 Gürtel und eben die kurze Hose an. Jetzt fragt man sich ja gleich im ersten Moment, was ist da los? Warum hat der Georg das? Hast du dich da mit einem Arzt, mit einem Psychiater darüber unterhalten schon? Ja, das Problem ist, geht ja von der Kindheit los. Ich bin von der Oma sexuell missbraucht und belästigt worden. Sie hat an mir rumgespielt, hat mich gebadet, angezogen, ausgezogen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es davon kommt. Mhm. Und ich werde jetzt 45. Ja. Und jetzt halte ich fest, ich habe noch nie Sex gehabt. Weder Orgasmus, noch sonst noch was. Ja. Aber du hast die Freundin, von der du gerade gesprochen hast, ist einfach so eine platonische Freundin. Richtig, ja. Richtig. Ich erhoffte mir zwar mehr, aber. Das heißt, du hast dich auch noch nie selbst befriedigt? Nein, habe ich noch nicht. Warum hast du das noch nie gemacht? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Von der Jugendzeit her bis eben zu den 9 Jahren. Das kann natürlich damit zu tun haben, was man dir in der Kindheit angetan hat. Ja, ne? Dass eine Blockade da ist. Und genau. Und am Anfang habe ich auch kein Interesse gehabt an der Frau, ja. Mhm. Mich haben schon Freunde in eine Piepshow geschleppt. Mhm. Mich haben sie irgendwelche nackte Weiber vor mir hingesetzt. Ja. Ich habe da weder was gefühlt, ja. Ich habe die Damen angelächelt, ja. Das war es dann aber auch. Ne? Diese Aktionen haben dann stattgefunden vor dem letzten... Ja, sagen wir halt einmal so in die 90er Jahre. Ja, ist schon länger Anfang her. Anfang 90er Jahre. Ja. Hast du denn einen Beruf mal gelernt? Habe ich nicht. Ich habe keinen Beruf gelernt und bin jetzt 25 Jahre arbeitslos. Ja. Es hat auch wieder mit der Oma zu tun. Kurz gefasst, die Oma war der Boss der Familie und sie ist mit mir auf die Arbeit gegangen und hat gesagt, ja, der Idiot ist ein Missgeburt und Missgrippel, der taucht nichts, nehm's einmal. Ja, welche nimmt mich da, ne? Also die Oma hat dir sehr viel angetan. Ja, ja. Das kann man so sagen. Kann man sehr sagen, Fühlst du dich in deinem Leben, was ja doch jetzt sehr speziell ist, fühlst du dich einsam? Naja, eigentlich schon, ja. Ich habe zwar Gott sei Dank die Freundin zum Einkaufen, habe Freunde, die vorbeikommen, aber im Grunde genommen schon. Ich habe auch dieses Jahr vor, zu Ärzten zu gehen und zu Psychiater zu gehen, aber es ist für mich speziell ein sehr großes Problem, das mich belastet. Mhm. Was hat dich denn abgehalten davon, dass du bisher noch nicht zu einem Psychiater gegangen bist? Das war ungefähr vor 2 Jahren. Da bin ich zu zig oder sagen wir mal zumindest 4 Psychiater gegangen. Mhm. Hab da gesagt, Leute, hallo, hier ist der Schoschi. Mhm. Ich brauche Gesprächstherapie. Mhm. Ja, haben sie gesagt, kommen wir mal vorbei. Mhm. Das habe ich gemacht. Wie das Gespräch dann beendet war und hab dann meine Litanei habe ich da abgeliefert. Ja, jetzt können wir sie nicht gebrauchen, wir sind voll. Mhm.
Und da habe ich nach 4. oder 5. Doktor die Schnauze voll gehabt. Das heißt, du hast gerade gesagt, dass du in den letzten 9 Jahren nicht aus dem Haus gegangen bist, aber zu diesem Psychiater bist du dann doch gegangen. Richtig, richtig. Und habe ich mich gezwungen. Gezwungen und hast da auch eine Hose angehabt? Habe ich auch angehabt, ja. Meistens war ich natürlich im Sommer da, also, habe also die kurze Hose angehabt. Ja. Wie wäre es denn, könntest du nicht mit einem Bademantel rausgehen? Also wenn es denn mal nötig ist, irgendwie geht, das ginge schon, ne? Mit einem Bademantel auf die Straße? Naja, oder mit einem Mantel. Also für wenn du zu einem Arzt mal willst, meinst. Ach so. Naja, wie gesagt, ich habe es ja jetzt vor, natürlich wieder im Sommer, ja. So. Aber ich habe gedacht, ich spreche mal mit dir. Ja, also ich finde, mich beeindruckt das sehr, was du erzählt hast. Und ja, ich erahne deine große, große Schwierigkeit, in der du ansteckst und deine große Seelennot. Ja. Und wenn jemand sowas 9 Jahre macht, mit der Vergangenheit, die du mir auch gerade nur ansatzweise geschildert hast, weiß ich, kann ich schon ahnen, was dahinter steckt. Ich möchte dich sehr, sehr, sehr ermutigen, Georg, diesen Schritt nochmal zu gehen, rauszugehen. Das mache ich, ja. So, und wir werden dir gleich auch mal behilflich sein, wie du das am besten machst und wohin du dich wendest und so weiter. Du bist erst 44 Jahre alt. Nutze die Chance, dass dir jetzt jemand vielleicht helfen kann. Und dass du nochmal ein relativ normales Leben führen wirst können. Das mache ich. Das wirst du ja wahrscheinlich an meinem Gespräch hören, dass ich nicht gerade der Mensch bin, der also absackt, ja. Ja, ich habe sowieso schon 4 Selbstmordversuche hinter mir. Und aber jetzt klingst du sehr hoffnungsvoll oder entschlossen, sagen wir es so. Ja, ich habe einfach die Schnauze voll, jetzt noch weiterhin hier zu Hause bleiben. Genau. Ich habe nicht die Gelder, großartig vorzugehen, aber sagen wir, in den Park setzen und so weiter, das kostet ja nicht viel. Ja. Und das habe ich vorgenommen. Also ich höre da schon eine Entschlossenheit, eine Lebensentschlossenheit raus. Es ist schwer, glaub mir's. Ja, ich glaube dir das hundertprozentig. Und ich habe hohen Respekt vor dir, vor den Schritten, die jetzt vor dir liegen, weil ich glaube, das ist schon schwierig, wenn man so eine Vergangenheit hinter sich hat. Ja, so, jetzt legst du auf, lieber Georg. Und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Und dann könnt ihr noch mal ein bisschen beraten, was du da jetzt genau einfädeln sollst. Ja, okay. Ich wünsche toi, 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 alles Gute. Alles klar, Domian, mach so weiter. Lieber Georg. Bleib so, wie du bist. Dankeschön. Und lass das deine Sendung weiterlaufen. Dankeschön, lieber Georg. Tschüss. Ja, tschüss, mach's gut. Tschüss. 0800 220 50 50 freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Und morgen heißt unser Thema Meine schlimmste Nacht. Wenn ihr morgen gerne mit mir sprechen wollt zu diesem Thema Meine schlimmste Nacht, dann meldet euch vielleicht heute schon oder ruft morgen während der Sendung an oder vor der Sendung. So, hier ist die Astrid. Ja, hallo. Hallo Astrid, du bist 37 Jahre alt. Genau. Was ist dein Thema? Ja, also ich habe vor ein paar Stunden erfahren, dass sich mein Vater erhängt hat in unserem Elternhaus. Vor ein paar Stunden erst? Ja. Und wie hast du es erfahren? Ja, ich war auf der Arbeit und meine Mutter hat mich angerufen, die hat den auch gefunden mit einem Verwandten. Und eigentlich sollte mein Vater und meine Mutter heute meinen Sohn betreuen nach dem Kindergarten. Und das machen die eigentlich auch immer, wenn ich arbeiten gehe. Das heißt, ihr wohnt ziemlich in der Nähe? Genau, wir wohnen ziemlich in der Nähe. Und der Anruf kam und ich dachte eigentlich irgendwie, irgendwas ist mit meinem Sohn passiert, weil ich dachte, die zwei sind zusammen und ist auch sehr überraschend passiert, es hat sich nichts angekündigt oder so. Ist einfach passiert. Und jetzt ist meine Mutter auch hier bei uns zu Hause. Wir betreuen jetzt, weil sie soll nicht in das Elternhaus gehen, weil sie den da auch gefunden hat. Und war denn jetzt, wie alt ist dein Kind? 4 Jahre alt. Das Kind war dann da? Es war Gott sei Dank nicht dabei. Und da kam eine Tante und hat auf ihn aufgepasst und in der Zeit, Wie alt ist dein Vater geworden? 69. 69. Und diese Sache ist jetzt völlig Es gab keine Anzeichen von Depression oder von unglücklichen Sein, von Krankheit. Nein, eigentlich nichts. Er hat auch vor ein paar Jahren Krebs, Gott sei Dank, überstanden oder dank des Enkels auch ein bisschen. Der hat ihn total hoch gepusht und dadurch ist er auch
gesund geworden, hat er auch mehrfach gesagt. Er, so, und die hatten auch eine sehr enge Bindung. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich meinem Sohn das irgendwie beibringen soll, dass sich der Opa erhängt hat, so ungefähr. Und War dein Vater schon dann verstorben, als man ihn gefunden hat? Was denn? Also meine Mutter sagte, das Gesicht, also ich meine, das ist jetzt schlimm, das so zu sagen, das war schon kalt, aber der Rest des Körpers war noch warm. Und die haben nur noch einen Rettungsdienst gerufen, aber es war schon zu spät. Hm. Ja. Er hat es in dem Haus getan? Ja, in unserem, wo ich auch aufgewachsen bin. Und meine Mutter kann auch gar nicht mehr dahin. Und wir wollen auch eigentlich gar nicht mehr dahin. Ja. Ich stelle mir das für Angehörige unfassbar schockierend vor, wenn überhaupt keine Anzeichen da sind. Wenn eine Person vielleicht depressionserkrankt ist oder wenn jemand vielleicht unheilbar krank ist und so etwas tut, wo man, aber wenn gar nichts sagt. Also ich hatte auch gedacht, irgendwie vielleicht hat er nochmal eine Nachricht bekommen, dass irgendwie Befunde wieder schlecht sind oder so, aber es ist nicht der Fall. Also da haben meine Eltern auch immer sehr offen drüber geredet. Wie war denn seine Stimmung und sein Verhalten so heute Morgen oder gestern? Ja, es war super. Die haben meinen Sohn aus dem Kindergarten abgeholt. Es war ja auch super schlechtes Wetter trotzdem. Die sind dahin und haben den abgeholt, haben auch zusammen Mittag gegessen. Mhm. Ja, und dann ist mein Vater nur kurz mal raus, irgendwie sagte, ich gehe mal frische Luft schnappen, ist zu sich nach Hause gegangen, hat sich erhängt, einfach so. Es gibt keinen Brief? Es gibt keinen Abschiedsbrief. Es ist alles durchsucht? Er hat alles irgendwie, hat dann sogar die Haustür noch von innen abgeschlossen und hat alles ordentlich hingelegt, also seine Schuhe und also... In welchem Raum des Hauses hat er es gemacht? Im Treppenhaus. Mein Gott, und dann kam deine Mutter rein und hat ihn da direkt gesehen. Ja, sie hat ihn auch abgemacht mit dem Onkel zusammen. Also ganz furchtbar. Was für ein Verhältnis hattest du zu deinem Vater? Also sehr enges Verhältnis. Ich habe ihn fast täglich gesehen und wir sind auch zusammen in Urlaub gefahren mit meinem Mann und dem Kind und auch ich habe auch meinen Bruder benachrichtigen müssen daraufhin, nur per Telefon. Ich habe meinen Bruder auch noch gar nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, ich bin fast sicher, dass es auch so ist, dass du im Moment noch unter Schock stehst. Ja, wirkt jetzt auch vielleicht sehr gefasst alles. Ne? Ja, aber das ist normal, wenn Leute einen Schock erlitten haben, reden die ganz normal darüber. Genau. Und morgen und übermorgen sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Ja, ich muss jetzt auch irgendwie für mein Kind und für meine Mutter, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss jetzt da alles, muss stark sein und... Deine Mama ist jetzt bei dir? Ja, die ist... Und wie geht es der? Wie geht die damit? Die liegt wahrscheinlich irgendwie wach in so einem Notbett und kann auch nicht schlafen. Nun habt ihr beiden doch bestimmt gerade viel geredet. Ja, sicher, klar. Und ihr habt beide auch überhaupt keinen Anhaltspunkt? Nein, und überhaupt nicht. Den leisesten Schimmer, was es sein könnte? Nein. Wie war denn die Beziehung zwischen den beiden? Also wirklich glücklich. Meine Mutter hat noch gesagt, heute Morgen gab es noch Küsschen beim Frühstück. Und also die haben schon geplant, goldene Hochzeit. Und also wirklich eine glückliche Ehe, kann man sagen. Also es ist einfach aus heiterem Himmel, paff, und da ist es so. Ne? Bist du alleinerziehende Mutter? Nein, ich habe einen Mann und der ist auch wirklich sehr, kümmert sich sehr, der war auch heute mit der Kripo, das wird ja dann alles total auch untersucht, ob das nicht irgendwie unnatürlicher Tod ist. Natürlich, so. Ja. Und das ist jetzt gerade ein paar Stunden her. Ja. Da kann man auch eigentlich, wenn so eine Nacht vor einem liegt wie jetzt, da kann man doch nicht schlafen. Nee, deswegen. Telefonieren wir jetzt. Ich habe die Sendung gesehen und dachte, ich muss jetzt einfach mal anrufen. Einfach mal reden. Also. Gibt es denn die Möglichkeit, zum Beispiel noch irgendwie bei einem Hausarzt vielleicht zu forschen, ob es da doch eventuell einen Krankheitsbefund gibt? Ja, also das werden wir auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage angehen, alles nochmal zu durchsuchen. Aber es ist natürlich irgendwie, es ist passiert. Mhm. Ja, jetzt zu recherchieren, warum, weshalb, man weiß es einfach nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, wie man einem Vierjährigen irgendwie sowas erklären kann, der dann sagt, morgen holt mich bestimmt der Opa auch wieder mit vom Kindergarten ab oder so. Und der kommt dann einfach nicht. Also Sachen gehen einem durch den Kopf. Ich bin nicht bewandert in der Erziehung von Kindern. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einem Vierjährigen noch eher zu erklären ist als einem Sieben- oder Achtjährigen, der das noch mehr versteht vielleicht. Vielleicht kann man dem Vierjährigen sagen, der Opa ist jetzt im Himmel und
dass man da einfach so einen, vielleicht auch eine nette Geschichte ertappst du, hast du dich dabei ertappt jetzt so in den letzten Stunden, dass neben dem Schock, der Trauer, der Verzweiflung auch irgendwie so ein bisschen Wut da ist? Dass auf euch jeden das, Fall. Meine Mutter sagt auch, sie ist absolut wütend eher. Mhm. Also sie kann überhaupt keine Trauer im Moment empfinden. Sie ist einfach nur wütend. Sie kann auch nicht weinen. Ich bin auch eher, ja, weiß ich nicht, ja, geschockt einfach, ne? Ja, natürlich. Ganz berechtigt ist natürlich auch die Frage, warum tut er euch das an? Ja, genau. Warum genau. hat er euch das angetan? Einfach bei so einem normalen Tag und dann geht er dahin, nimmt sich einen Strick aus dem Keller und hängt sich da auf, ja. Also dahinter steckt natürlich nicht nur irgendeine Laune, sondern dahinter steckt eine große seelische Not, wenn der Mensch das tut. Natürlich. Aber dass er euch das nicht hinterlassen hat, die seelische Not, dann könnte man ja noch mehr, da könnte man das ja eher begreifen, wenn man weiß, warum jemand das getan hat. Genau. Und es hat wahrscheinlich einen ganz großen, triftigen Grund, wenn er euch das noch hinterlassen hätte. Genau, das wäre so, und wenn nur ein Zettel da gestanden hätte, ich konnte nicht mehr und es tut mir leid oder keine Ahnung. Ist denn ganz sicher, ich meine, ihr wart ja wahrscheinlich so aufgeregt vorhin und habt, ist sicher, dass alles durchsucht worden ist? Also mein Mann hat dann noch alle grob jetzt, Kripo war ja da, alle Unterlagen so ein bisschen durchforstet und Notizen gesucht. Die Kripo hat auch irgendwie alles durchsucht. Es ist nichts gefunden worden. Eigentlich hätte er es dann ja auch neben sich legen sollen oder ja, irgendwie sichtbar. Ja, irgendwie. Und er ist auch ein sehr intelligenter Mensch gewesen und sehr, also auch hat selber Gedichte geschrieben, Bücher geschrieben. Also ist jetzt nicht irgendwie einer, der keinen Satz aufs Papier bringen kann. Ne? Hat auch so in den letzten Jahren nie mal so finstere Phasen gehabt, für euch mehr bemerkbar? Ja, außerhalb seiner Krebserkrankung vor circa, ja, 3 Jahren. Ja, aber ich meine so seelische Tiefpunkte, so früher kannst du dich gar nicht erinnern. Nee, eigentlich. Eigentlich eher ein positiver Mensch? Also schon ein Gefühlsmensch, nicht ein Kopfmensch, sondern schon ein Gefühlsmensch. Aber dass sowas sich so ankündigt, also wirklich nicht. Hältst du es für möglich? Ich meine, ich tippe jetzt auch, ich stoche jetzt auch komplett im Nebel, aber man kann es ja mal aussprechen. Hältst du es für möglich, wenn es auch vielleicht sehr weit hergeholt ist, dass da eine andere Frau im Spiel ist und dass er das nicht mehr, dass er so eine Gewissensnot hatte? Also ich weiß es nicht. Also ich hatte jetzt auch schon eher so den Verdacht, dass er eher denkt, ich werde jetzt alt und also weiß ich nicht, so in der Richtung. Also ich komme nicht mehr mit allem. Ich weiß es nicht. Also man denkt natürlich alles Mögliche. Warum tut jemand der Familie sowas an, so aus heiterem Himmel? Ne? Ja, das zum einen und was ich gerade auch sagte, in was für einer Not dieser Mann gesteckt haben muss. Und man hat das nicht mitbekommen. Ne? Genau, man so denkt irgendwie aus der nächsten Familie und man ist so eng miteinander verknüpft und verbunden und man denkt dann irgendwie, man weiß irgendwie alles von demjenigen und man denkt auch, man kann denjenigen auch alles anvertrauen. Also wir hatten auch immer irgendwie totales Vertrauen zueinander und dass mein Vater mir sowas nicht sagen konnte, hör mal, ich bin total down oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr weiter, woran kann ich mich wenden oder das ist ja auch so die Generation, die da total noch vor zurückscheut, sowas irgendwie wie Depression oder düstere Gedanken, ja, dann ist man gleich verrückt oder genau, so. Genau, ja, das überhaupt auszusprechen. Genau. Ja, ja. Astrid, das tut mir sehr, sehr leid für dich, wirklich für euch, das ist schon ein sehr, sehr, sehr schlimmer Vorgang. Und da, das wird noch lange dauern, eben an diesen Schock überwunden, sowieso wahrscheinlich nie richtig, aber in irgendeiner Weise eine Distanz findet. Ja, man wird es nie verstehen, warum jemand das einem irgendwie so in der Art und Weise angetan hat. Ich meine, irgendwann wirst du es deinem Papa auch verzeihen, weil du ihn geliebt hast. Und ich meine, ich respektiere sowas schon, wenn jemand sagt, ich will das für mich beenden und aber verstehen wird man es wahrscheinlich nie. Ich möchte gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin auch ein bisschen das redest. Ja, ganz toll. Und da gibt es auch keinen Zeitdruck und ihr könnt in Ruhe sprechen. Ja. Liebe Astrid, viel Kraft für die nächsten Wochen wünsche ich dir und deiner Familie. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal in deiner Sendung anrufen werde oder irgendwas hätte. Aber das war mir jetzt ein großes Anliegen. Ja. Von Herzen alles Gute. Auf Wiederhören, Astrid. Ja, Wiederhören. Tschüss. Und hier ist Tom. Tom ist 39 Jahre alt. Hallo, Tom. Hallo. Ja, hallo, Tom. Was ist dein Thema? Erstmal mein herzliches Beileid an Astrid.
Das ist sehr nett. Ich habe den verfolgt. Tut mir sehr leid. Das Gleiche habe ich auch schon mal erlebt, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und zwar, ich habe das eben deinen Leuten schon erzählt, da am Telefon. Ich führe so ein kleines Doppelleben. Lebe in einer festen Beziehung, war verheiratet, habe zwei Kinder und suche immer wieder Kontakt zu Männern. Wie lange bist du verheiratet schon? Nee, ich war 12 Jahre verheiratet. Ja. 11 Jahre verheiratet und lebe jetzt auch wieder in einer festen Beziehung mit einer Frau. Ach, mit einer Frau jetzt wieder. Ja. Und suchst immer wieder Kontakt zu Männern. Ja. Hast aber keine festen Liebesbeziehungen parallel zu Männern. Nee, nur sexuelle. Es sind sexuelle Geschichten. Ja. Könntest du dich denn in einen Mann auch verlieben? Nee, ich glaube nicht, ne. Wo findest du diese sexuellen Beziehungen zu Männern? Ja, Kinos und ja, Szene, ne? Also die Schulenszene gehst du dann? Ja. Ja. Hat deine Ex-Frau, wusste die das? Nee. Und die jetzt? Das weiß niemand? Ja, das weiß also niemand, ne. Und das ist immer so, man ist so ein bisschen hin und her gerissen, ob man sich jetzt outen soll oder nicht, oder ob man alles aufs Spiel setzen soll. Bekanntenkreis, Freundeskreis, Freundinnen oder das alles. Oder also es wie gibt, man das jetzt machen soll. Also nur die Männer quasi, mit denen du Kontakt hast oder hattest in all den Jahren, die wissen das. Niemand, es gibt auch keinen besten Freund oder eine beste Freundin oder irgendjemand, mit dem du das mal besprechen könntest. Nein. Gibt es nicht. Nee. Wie oft gehst du deiner Frau und deiner jetzigen Partnerin fremd? Mit Männern? Ist ja jetzt wurscht, ob es dann Männer sind. Vielleicht alle 14 Tage. Doch, so oft. Ja. Schützt du dich? Wie bitte? Schützt du dich während des Geschlechtsverkehrs? Ja. Auf alle Fälle. Hast du ein schlechtes Gewissen deiner Partnerin gegenüber? Eigentlich jedem gegenüber. Bitte? Eigentlich jedem gegenüber, also auch Freunde und der ganze Bekanntenkreis. Ja. Als du dann in diese neue Beziehung reingegangen bist jetzt, wäre das ja eigentlich eine Chance gewesen, zu sagen, ich führe jetzt ein anderes Leben, nachdem die Ehe zu Ende war. Aber du hast quasi das fortgesetzt, was vorher auch schon so war. Jetzt nur mit einer anderen Partnerin. Ja. Stimmt, ja. Aber da fehlt der Mut auch, ne? Wie würde deine Partnerin darauf reagieren, wenn sie das erfahren würde? Also ich schätze sie so ein, dass sie ja natürlich die Beziehung sofort beendet. Jetzt sind wir an einer ungünstigen Stelle, lieber Tom, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Aber unsere Sendecomputer sind hier gnadenlos und wir sind direkt weg um 2 Uhr. Ich möchte aber, dass wir gleich weitersprechen. Ja. Das heißt, du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Okay? Alles klar, okay. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute von uns. In der Technik war Malte Emels. Morgen heißt unser Thema Meine schlimmste Nacht. Ich möchte gerne mit euch über eure grauseligste, schlimmste oder traurigste Nacht